Vielleicht kennen Sie das ja. Sie wollen sich von der traditionellen Führungskraft zum Lean Leader weiterentwickeln und sind wirklich gewillt, die neuen Aufgaben für diese Rolle umzusetzen. Aber dann kommt das Tagesgeschäft und Sie versuchen nur noch irgendwie den Tag zu überleben. Alle guten Vorsätze sind dahin, weil ständig Feuer und Brände zu löschen sind und Sie zu nichts gekommen sind, was Sie sich eigentlich vorgenommen hatten. Am Abend fühlen Sie dann ausgebrannt und zutiefst frustriert, weil sie das Gefühl haben, nichts geschafft zu haben. Das geht natürlich auch anders. Die Lösung für dieses Problem ist Lean Leader Standard Work. Was das ist und wie es den Tag zufriedener abschließen lässt, darum geht es in diesem Video. Los geht's. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Damit Sie als Führungskraft zufriedener den Tag abschließen können, sollten Sie die Lean Leader Standard Work benutzen. Die besteht aus 3+1 Schritten. Die ersten drei Schritte sind inventarisieren, organisieren und ausführen. Sehen wir uns diese drei Schritte mal näher an. Am Ende des Videos verrate ich Ihnen dann noch den einen Bonustipp, also den 3+1 Schritt, der alles noch ein bisschen leichter von der Hand gehen lässt. Beim Inventarisieren geht es jetzt wirklich darum, zunächst eine Liste zu erstellen mit Aufgaben, die Sie jeden Tag bzw. jeden Monat durchführen müssen. Dabei müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Sie verschiedene Rollen innehaben. Jeder von uns hat verschiedene Rollen. Und diese Rollen sehen wir uns jetzt auch mal näher an, damit es mit dem Inventarisieren auch ein bisschen leichter von der Hand geht. Sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit die Rolle als Familienmitglied. Hier geht es um die Aufgaben oder die Themen, die Sie mit Ihrem Partner oder mit Ihren Kindern zusammen erleben. Das kann Hilfe bei der Hausarbeit sein, das kann die Kinder zum Sportverein fahren sein, das kann der Elternabend in der Schule sein oder der Kinobesuch mit Ihrem Partner. Das Zusehen vom Fußballspiel des Sohnes oder das Konzert der Tochter. Schreiben Sie sich auf, was davon wiederkehrend ist. Zum Beispiel jeden Dienstagabend oder was eher einmalige Sachen sind, wie zum Beispiel am Sonntag, den 10.07. am Vormittag. Machen Sie sich klar, dass Ihre aktive Teilnahme am Familienleben das Fundament ist, das Ihnen die Kraft für Ihre beruflichen Aufgaben gibt. Wenn es hier Stress gibt, weil sich der Partner oder die Kinder nicht wertgeschätzt fühlen, kostet Sie das eine Unmenge an Energie, die Ihnen dann später im Beruf fehlt. Die zweite Rolle ist Ihre Ich-Rolle, das Ego. Welche Aufgaben und Termine haben Sie, die Sie nur für sich wahrnehmen? Das kann der regelmäßige Sport sein, dazu gehört aber zum Beispiel auch die Weiterbildung oder auch die Ruhezeit und die Muse zum Beispiel für ein gutes Buch. Ich gehe zum Beispiel jeden Dienstag und Donnerstag zum Sport. Am Sonntagabend lese ich in der Regel ein gutes Buch. Ihre eigenen Bedürfnisse zu pflegen und sich bewusst Zeit für sich zu nehmen, lädt Ihre Akkus wieder auf für die Herausforderungen im Beruf. Die dritte Rolle haben Sie in Ihrem Beruf und zwar gibt es hier auch zwei Teilbereiche. Einmal als Lean Leader, als Führungskraft und auf der anderen Seite aber auch als Fachkraft und Experte. Wenn Sie morgens Ihre Montagekolonne neu einteilen, weil ein Mitarbeiter ungeplant ausgefallen ist, dann nehmen Sie die Rolle des eines Disponenten wahr. Das ist streng genommen die Rolle einer Fachkraft mit sehr viel Expertise natürlich, aber es ist an sich keine Aufgabe als Lean Leader, keine Führungsaufgabe. Das könnte auch ein Disponent übernehmen. Aufgaben als Lean Leader sind zum Beispiel der Rundgang durch die Firma an die Arbeitsplätze und das kurze Gespräch mit den Mitarbeitern, der sogenannte Gemba Walk. Zum Thema Gemba Walk mache ich noch eigene Videos, deswegen abonnieren Sie jetzt den Kanal, damit Sie die natürlich nicht verpassen. Beim Firmenrundgang können Sie natürlich auch gleich die Einhaltung der 5S-Regeln zum Beispiel überprüfen und sich Notizen machen, wo es eben Verbesserungspotenzial gibt. Eine weitere Aufgabe als Lean Leader ist es, dafür zu sorgen, dass morgens die aktuellen Kennzahlen am Shopfloor-Board stehen, an der Shopfloor-Tafel. Das müssen nicht unbedingt Sie selbst machen, aber Sie müssen dafür Sorge tragen, dass es eben erledigt ist. Zum Thema Shopfloor-Tafel und Shopfloor-Management finden Sie hier ganz viele vertiefende Videos. Schauen Sie da mal rein, da gibt es ganz viele Tipps dafür, wie man eben auch diese Morgenbesprechungen organisiert, wie die Shopfloor-Tafel ausschaut mit vielen Beispielen und Vorlagen. Und damit unmittelbar verbunden ist auch die aktive Teilnahme natürlich auch an der Morgenbesprechung mit den Mitarbeitern Ihres Teams an der Shopfloor-Tafel. Das gehört da wirklich mit zusammen. Und das ist auch ein regelmäßiger Termin, der etwa 15 Minuten Zeit einfach in Anspruch nimmt und jeden Tag ansteht. In vielen Firmen, die bereits linifiziert sind, folgt dann im Anschluss an die Morgenbesprechung eben die Morgenbesprechung der Führungskräfte. Auch das wäre eben entsprechend mit einzuplanen. Und damit sich die Zustände wirklich verbessern und es einfach weniger Chaos gibt, muss die kontinuierliche Verbesserung natürlich auch vorangetrieben werden. Und dazu eignet sich, wie im letzten Video zum Thema Lean Leadership vorgestellt, die Verbesserungskata. Aber auch das braucht eben seine Zeit und das sind eben auch regelmäßige, weil im besten Fall tägliche Termine
Und dazu sollte man sich die 20 bis 30 Minuten Verbesserungscoaching einfach auf die Inventarliste mit draufschreiben. Sie merken, es füllt sich schon langsam, ne? Dazu kommen auch Personal- und Entwicklungsgespräche mit Ihren Mitarbeitern. Auch die wollen durchgeführt werden, also kommt dies auch mit auf die Liste. Das sind so die Standardaufgaben und deswegen heißt es eben auch Lean Leader Standard Work. Und Ihre letzte Standardaufgabe nennt sich im Tagesabschluss. Im Tagesabschluss lassen Sie Ihren Tag Revue passieren. Was hat gut geklappt? Was hat weniger gut geklappt? Was konnte alles erledigt werden? Was ist vielleicht liegen geblieben? Die erledigten Aufgaben können Sie jetzt wirklich abhaken oder am besten auch durchstreichen. Und dieses tatsächliche Abhaken oder Durchstreichen, da bekommen Sie wirklich das Gefühl, echt was geschafft zu haben. Das ist für die mentale Gesundheit enorm wichtig, dieses tatsächliche haptische Abhaken oder Durchstreichen. Und dann überlegen Sie sich doch mal, was sind die drei wichtigsten Aufgaben, die Sie morgen als Fachkraft oder Experte wirklich unbedingt erledigen müssen. Das kann zum Beispiel ein kompliziertes Angebot sein für den Kunden. Es können Außentermine beim Kunden sein oder eben Ähnliches. Und diese drei wichtigsten Aufgaben müssen natürlich auch auf die Liste für den kommenden Tag. Nachdem Sie Ihre lange Inventarliste abgeschlossen haben, müssen Sie jetzt die regelmäßigen Aufgaben entsprechend einplanen. Also wir sehen es in dem Teil, im dritten Schritt, dem Organisieren. Nutzen Sie dazu Ihren Kalender, gerne auch elektronische Kalender, in Outlook oder in eben einer Aufgabenverwaltung. Aber packen Sie den Kalender nicht so voll, dass sich ein Termin und eine Aufgabe an die nächste reiht. Sondern lassen Sie wirklich Platz und Puffer für Unvorhergesehenes. Es kommt immer irgendwas Unvorhergesehenes und ansonsten crasht das sofort Ihren gesamten Kalender und Ihren guten Plan. Diese Organisation und das Einplanen sind wirklich wichtig, denn nur so wissen Sie, was jetzt ansteht und können es wirklich auch strukturiert abarbeiten. Taucher haben dann einen ganz berühmten Satz, ich gehe gerne selber tauchen mit Gerät, plan your dive and dive your plan. Dieser Satz, tatsächlich seinen Tauchgang zu planen und sich dann aber auch an seinen Plan zu halten, dieser Satz senkt wirklich das Risiko von Tauchunfällen ganz enorm. Und so ist es eben auch bei der Lean Leader Standard Work. Führen Sie Ihren Plan aus. Nur wenn Sie sich wirklich dran halten, bekommen Sie Stück für Stück die Themen abgearbeitet und das Chaos nimmt langsam ab. Standards sind hier wirklich das absolute Geheimrezept. Und so banal sich das auch wirklich anhört. Zuerst die Aufgaben in Ihrer Rolle als Familienmensch, dann Ihre Aufgaben für die Rolle des Ich. Danach die Aufgaben als Lean Leader und dann die Aufgaben als Fachkraft und als Experte. Und wenn jetzt irgendetwas liegen geblieben ist oder hinten runtergefallen ist, dann sind es in der Regel die Aufgaben als Fachkraft, weil die eben erst in der Prioritätenliste relativ weit hinten waren. Und die könnten Sie auch, weil es eben Fachaufgaben sind, eigentlich auch delegieren an einen Ihrer Mitarbeiter. Und wenn Sie die noch nicht delegieren können, weil im Team die Expertise dazu fehlt oder jemand noch nicht das Wissen dafür hat oder noch nicht die Erfahrung, dann ist ja das schon wieder ein super Verbesserungsthema. Ein echter Punkt wieder gefunden, eben wie Sie jemanden weiterentwickeln können. Ein Thema für KVP und Personalentwicklung. Und durch das konsequente Durchsetzen von diesen KVP-Aufgaben und das Cutter-Coaching, das ist ja auch eine Lean-Leader-Aufgabe und deswegen in der Prio-Liste relativ weit oben, reduziert sich eben das für die Cuts-Arbeiten. Also die Verschwendung von Arbeitszeit in den Prozessen. Sie werden schneller und Sie nehmen dieses Ganze für die Cuts-Arbeiten, sich selber ein Bein stellen, einfach aus Ihren Abläufen raus. Und dadurch gewinnen Sie eben Ihre Mitarbeiter auch die Zeit für die Übernahme der von Ihnen delegierten Aufgaben. Sie merken, mit der Lean Leader Standard Work wird die Situation für alle im Betrieb Stück für Stück einfach besser. Man muss nur eine gewisse Anlaufzeit wirklich durchhalten. Und diese Anlaufzeit ist wirklich verdammt hart. Das kann ich Ihnen wirklich versprechen. Das habe ich in vielen Kundenunternehmen haben das gemerkt. Sobald wir das wirklich anfangen, so zu planen, am Anfang ist es wirklich schwierig. Aber durch dieses Tal der Tränen müssen Sie einmal durch. Wenn Sie keine Lust mehr haben, die nächsten 30 oder 40 Jahre sich wirklich aufzureiben. Ich hatte Ihnen noch einen Bonustipp versprochen, mit dem Sie den Tag besser geplant und abgearbeitet bekommen. Kennen Sie AWORK? Das ist eine elektronische Aufgabenverwaltung, die Sie entweder alleine oder eben auch im Team nutzen können. Und der große Vorteil ist, dass Sie damit Vorlagen für die einzelnen Aufgaben arbeiten können und für jede Aufgabe eine dafür vorgesehene Zeit einplanen können. Und diese Aufgaben finden Sie auch wieder in Ihrem Outlook-Kalender. Und jetzt kommt's, Sie können für jede Aufgabe eine Zeiterfassung laufen lassen. Und damit erhalten Sie auch einen Abgleich, wie viel Zeit Sie ursprünglich eingeplant hatten und wie viel Zeit Sie tatsächlich auch gebraucht haben. Und wenn Sie regelmäßig mehr Zeit für eine Aufgabe brauchen als gedacht, zum Beispiel ein Morgenmeeting dauert keine 15 Minuten, sondern regelmäßig 35, dann wäre das als nächste KVP-Thema in Ihrem persönlichen KVP-Board. Das lässt sich nämlich automatisch auch mit OneNote synchronisieren. Da kann man eben sagen, wie kriegt man das hin, dass eben tatsächlich die gebrauchte Zeit
in die Nähe komme von dem, was ich ursprünglich geplant hatte. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich Ihnen natürlich im nächsten Video, wie man die Lean Leader Standard Work mit AWORK und OneNote wirklich organisiert. Und übrigens, AWORK kommt aus Deutschland und ist absolut datenschutzkonform. Und wer da schon mal reinspitzen will, sozusagen eine Sneak Preview, der findet den Link zu AWORK und einen Vergleich von AWORK mit Trello in der Videobeschreibung. Also für diejenigen, die noch nicht warten wollen für das nächste Video, gleich mal reinspitzen. Bleiben Sie also dran, wir sehen uns im nächsten Video für effektive Lean Leader Standard Work. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.